Was ist eigentlich ein Tsunami? Das erklären wir heute kurz und einfach. In Japan wurden Fischer immer wieder Zeugen eines merkwürdigen Ereignisses. Als sie nach einem Tag auf ruhiger See in den Heimathafen zurückkehrten, fanden sie diesen völlig zerstört vor. Eine gigantische Welle, die anscheinend nur im Hafen, nicht aber auf der See auftrat, war verantwortlich. So nannten die japanischen Fischer das Phänomen dann auch Hafenwelle, im Japanischen Tsunami. Der Begriff hat sich im 20. Jahrhundert international durchgesetzt, um eine besondere, äußerst zerstörerische Art von Wellen zu beschreiben. Anders als normale Meereswellen, die vor allem durch Wind erzeugt werden und nur bis zu einer gewissen Tiefe reichen, erstrecken sich Tsunamis mehrere Kilometer tief bis auf den Grund des Ozeans. Tsunamis entstehen durch das Abrutschen von Erdmassen in den Ozean, Vulkanausbrüche, durch große Asteroideneinschläge, in 9 von 10 Fällen aber durch das plötzliche Abheben oder Senken von Erdkrustenplatten in Verbindung mit einem starken Seebeben, das mindestens 7,0 auf der Richterskala erreicht. Werfen wir dazu einen Blick auf eine Grafik. Die Platten der ozeanischen Kruste schieben sich langsam unter die kontinentale Kruste. Dieser Prozess wird Subduktion genannt. In der Subduktionszone bauen sich Spannungen auf, die sich spontan in Erdbeben entladen können. Dabei kommt es zu einer vertikalen Verschiebung des Ozeanbodens und einer Hebung oder Senkung des gesamten Wassers darüber. Da die Gravitation dieser Verschiebung entgegenarbeitet, bilden sich sogenannte schwere Wellen, die sich vom Epizentrum kreisförmig ausbreiten. War ein länglicher Bereich betroffen, kann es alternativ auch zu einer primären Ausbreitung in 2 Richtungen kommen. Diese schwere Wellen zeichnen sich durch eine Reihe von Besonderheiten aus. Es wird stets die gesamte Wassersäule bewegt, was direkten Einfluss auf die Geschwindigkeit des Tsunamis hat. Je tiefer der Ozean, desto schneller bewegt sich der Tsunami. Die Geschwindigkeit lässt sich auch leicht ausrechnen als Wurzel des Produkts von Erdbeschleunigung g mal Wassertiefe t. In einem 6000 Meter tiefen Ozean bewegen sich die Wellenberge daher mit 250 Meter pro Sekunde bzw. 900 km/h. Solange das Wasser tief bleibt, büßen Tsunamis kaum Energie ein. Sie können daher in wenigen Stunden weit entfernte Küsten erreichen und die Welt mehrfach umrunden. Die Wellenlänge von Tsunamis, also der Abstand zwischen den einzelnen Wellenbergen, liegt dabei zwischen 100 und 500 Kilometern. Auf hoher See ist so ein Tsunami tatsächlich kaum zu bemerken. Da die Wellenhöhe abhängig von der Tiefe ist, erreichen Tsunamis im tiefen Wasser nur selten Amplituden von mehr als 50 bis 80 Zentimeter. Das ist meist nicht von der typischen Oberflächenbewegung in Meeren zu unterscheiden. Dies ändert sich, wenn der Tsunami in flache Regionen kommt. Hier nehmen Wellenlänge und Ausbreitungsgeschwindigkeit stark ab. Die Energie der Welle allerdings bleibt nahezu vollständig erhalten, sodass gleichzeitig die Amplitude rasant ansteigt. Typischerweise erreichen Tsunamis eine Höhe von mehreren Metern. Am Ufer einer Tiefseesteilküste kann ein Tsunami bis zu 50 Meter aufragen. In geografisch günstigen Gebieten wie Fjorden können sich 100 Meter hohe Wellen auftürmen. Hier nochmal der Ablauf eines Tsunamis als kurze Animation. Die Zerstörungskraft von Tsunamis liegt übrigens weniger an ihrer Höhe, als vielmehr an der großen Strömungsgeschwindigkeit der Wassermassen. Ein wichtiges Warnzeichen für Tsunamis ist das plötzliche Absinken des Meeresspiegels, wobei das Meer teils hunderte Meter zurückweicht. Dies tritt jedoch nur dann auf, wenn der Tsunami durch ein Absacken des Ozeanbodens ausgelöst wurde. Im gegenteiligen Fall gibt es diese Warnung nicht. In kritischen Regionen versucht man sich daher an anderen Schutzmaßnahmen, so zum Beispiel Frühwarnsystemen, gewaltige Wellenbrecher oder einer 100 Meter hohen und 25 Meter breiten Mauer, wie dieser hier auf der japanischen Insel Okushiri. In anderen Ländern, Indonesien zum Beispiel, gibt es kaum Frühwarnsysteme und große Teile der Bevölkerung sind nicht ausreichend über Anzeichen von und Verhalten bei Tsunamis informiert.
Wenn ihr noch Fragen habt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, insbesondere bei unseren galaktischen Overlords Rico, Dimitar und Tobias. Bis bald und in diesem Sinne, 42. Let it go.